Hallo, liebe Gärtner. Wir wollen uns heute einmal die Kultur der Erdmandel anschauen und das Ganze von der Anzucht über die Pflege bis hin dann nachher zum Blick in die Erde, was denn als Ernte tatsächlich bei rumgekommen ist. Ja, starten wir mit der Anzucht. Ich habe hier in dieses Gefäß vier Erdmandeln gesteckt, ungefähr 2 cm tief das Ganze, einmal angegossen und dann letztendlich irgendwie bei 20 Grad stehen lassen. Nach relativ kurzer Zeit keimen die dann. Ihr seht hier an verschiedenen Stellen kommen sie hoch. Überall dort habe ich sie gesteckt. Ich werde sie in diesem Fall jetzt einfach in diesem Gefäß auch lassen. Sinnvollerweise könnte man sie natürlich auch jetzt umsetzen in einen etwas größeren Topf. Laut Literatur ist da so ein Abstand von 30 cm zwischen den einzelnen Nüssen einzuhalten. Es geht allerdings auch durchaus dichter. Diese Topfgröße ist jetzt allerdings das absolute Minimum für diese vier Nüsse, die ich gesteckt habe. Es sind offiziell gar keine Nüsse. Ich nenne sie jetzt trotzdem so, weil sie einfach für mich sämtliche Eigenschaften der Nuss erfüllen. Also da sollte man schon so ein nach 20 Liter Kübel auf jeden Fall eigentlich machen. Ich habe es hier jetzt, wie gesagt, einfach mal versucht, direkt in diesem Gefäß anzusehen und dann auch die komplette Kultur hier in diesem kleinen Pot zu machen. Ins Freiland würde ich sie nicht unbedingt setzen, geht natürlich auch, aber man vergisst dann bei der Erde durchaus mal Mandeln und die breiten sich dann relativ schnell auch unkontrolliert aus. Deshalb würde ich es lieber im Kübel machen, aber das sei natürlich jedem selbst überlassen. Die Aussaat ist so im Anfang März passiert, ab Mai kommen die dann auch nach draußen, ganz unproblematisch. Und jetzt ist hier so die Kultur schon quasi durch, wenn es irgendwie braun wird. Dann kann man so langsam ans Ernten gehen. Das ist dann irgendwann im Oktober so der Fall. Bei mir ist es jetzt Anfang November gewesen. Und dann schauen wir uns einfach mal an, was sich in diesem kleinen Topf bei vier kleinen Nüsschen dann so tut. Während der Kultur ist dann nicht viel zu beachten. Zwischendurch mal gießen, dass das nicht extrem austrocknet. Einmal eine Düngergabe in die Erde direkt mit rein. Und dann hat man eigentlich eine komplett pflegeleichte Pflanze. Muss wirklich nur darauf achten, dass sie nicht austrocknet. Und das war's dann auch schon. Ja, und hier an diesen Wurzelenden bilden sich eben dann diese kleinen Nüsschen. Unsere Erdmandeln. Ich muss echt mal nachschauen, was es denn wirklich sind. Es sind keine Mandeln, es sind keine Nüsse. Ich müsste echt mal nochmal kontrollieren, was es denn genau ist. Wer es weiß, darf es auch gerne so schon mal unten reinschreiben. Ja, ich wollte jetzt nicht die komplette Ernte mit euch machen. Das hier, auch wenn man nicht viel davon erkennen kann, ist die gesamte Ernte. Vieles ist nicht und das zeigt auch schon ein kleines Problem bei der Erdmandel. Also das ist echt eine Sache für Liebhaber. Man darf da keine großen Ernten erwarten. Das ist es einfach nicht. Ich werde das jetzt gleich mal waschen, damit man ein bisschen mehr davon sieht. Hier sieht man dann, wie das letztendlich aussieht. Da sind jetzt schon ein paar von weggekommen, die ich eben für die nächste Aussaat mir vorbehalten möchte. Und das ist jetzt das, was ich davon denn noch zum Naschen habe. Hier, die ich für nächstes Jahr nutzen möchte, die sind ungewaschen, werden hier auch ungewaschen gelagert, sonst verlieren sie die Fähigkeit dann wieder zur Keimung im nächsten Jahr. Also die ungewaschen hier rein, dann passt das. Und der Geschmack ist eben das, was mich fasziniert. Also das ist wirklich für mich absolut nach Kokosnuss. Und wer eben ein paar kleine Kokosnüsse sehr unproblematisch in seinem Garten haben möchte, für den ist die Erdmandel was. Wer keine Lust auf geringe Ernte und viel Fummelei zum Sauberkriegen hat, für den ist es dann eher nichts. Ansonsten wünsche ich euch frohes Gärtnern und bis demnächst.